diesem Video will ich einen Überblick über die Änderungen für Version 1.1.1 geben. Zunächst einmal gucken wir uns jetzt den Truppenfilter nochmal an. Ich habe eine Checkbox hinzugefügt, mit der man einstellen kann, ob die Ankunftszeit bzw. Laufzeit zum Ziel hin ignoriert werden soll oder nicht. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn mir die Laufzeit egal ist und ich einfach nur eine Siedlung finden möchte, die genügend Truppen bereitstellen kann. Bei den Gruppen hat sich ebenfalls was getan. Ich kann jetzt hier ganz einfach durch Anklicken die Gruppen anzeigen lassen, die ich auswählen kann. Ich habe hier quasi eine Live-Vorschau der Gruppen, die gerade ausgewählt sind. Und ich kann durch einfaches Anklicken beziehungsweise Anklicken einer anderen Siedlung meine neue Auswahl speichern lassen. Auf der Karte gibt es ebenfalls eine neue Funktion, mit der ich mir Siedlungen von Spielern im Kartenausschnitt, der gerade angezeigt wird, anzeigen lassen kann. Und diese auch so anzeigen lassen kann, indem ich hier diesen Haken setze, dass ich sie gleich ins Forum posten kann. Wenn das Feld leer gelassen wird, werden einfach alle Siedlungen im Kartenausschnitt angezeigt. Zum Schluss noch eine Änderung bei den Angriffen. Ich habe hier die Möglichkeit, alle Angriffe laden zu lassen. Es ergibt natürlich mehr Sinn, wenn ich mehrere Seiten voll von Angriffen habe, aber funktioniert für eine Seite ganz genauso. Und diese Angriffe kann ich jetzt filtern, je nach Verteidiger bzw. Angreifer, nach allen Textinformationen, die für Angreifer in dieser Spalte bzw. Zelle stehen und für den Verteidiger in dieser Zelle. Das heißt, ich kann nach Namen suchen, ich kann nach Kontinent suchen, ich könnte kurz löschen, ich könnte nach einer bestimmten Siedlung suchen, die angegriffen wird, und das mit ihrem Namen und mit den Koordinaten. Und ich kann für die Angreifer zum Beispiel auch nach einem Allianz-Tag suchen, mir dann so alle Angriffe der Allianz anzeigen lassen. Es gibt noch hier eine Zahl, wie viele Treffer ich gelandet habe mit meiner Suche. Und so lässt sich dann bei vielen Angriffen sehr leicht rausfiltern, wer gerade wo angegriffen wird und wer eventuell Verstärkung braucht. Ja, das war's für Version 1.1.1. Ich hoffe, ihr updatet alle. Und bei Problemen, Fragen, Anregungen, Kritik, wie auch immer, ich bin im Forum und per E-Mail zu erreichen.